Willkommen im wunderschönen Ahmed, Leute. Guten Morgen. Wir sind auf jeden Fall schon mal beeindruckt von diesem wunderschönen Ausblick. Und wir sind jetzt die nächsten Tage hier in Ahmed und zeigen euch in diesem Video, was man hier alles erleben kann. Unterwasserwelt, Überwasserwelt, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Und ja, erkunden wir so das Örtchen hier und geben euch ein paar Tipps mit in dem Video, warum ihr hierher kommen müsst und was ihr hier so erleben könnt. Los geht's! Wunderschön hier, Leute. Und es ist übertrieben heiß am Fuß. Okay, also Task Number One. Oder eigentlich der Task vom ganzen Tag wahrscheinlich. Wir sind am Strand, mehr oder weniger. Und da oben ist das Hotel oder das ganze Raus, Sunset Point. Und alles darunter ist quasi Riff mit geilen Fischen. Und wir haben uns jetzt hier Schnorchel-Set geliehen für, ich glaube, 2,50 Euro für den ganzen Tag. Wir sind einfach in ein Restaurant rein und meinen, habt ihr Schnorchelsachen, also easy peasy. Und jetzt gehen wir hier erstmal Fische suchen. Und das Wasser ist übelst klar. Und danach fahren wir ein Stück weiter und gucken uns noch die Schifffahrt an. Auf geht's. Let's get in our gear. So Leute, wir waren gerade beim Schiffswrack drin und es war richtig cool, ja, oder? Voll. Also mega. Also es ist ganz nah hier an der Küste, man muss wirklich nicht weit raus, da wo die Schnorchler sind. Genau, es waren nicht viele Leute im Wasser und das Schiff geht so, boah, wie viele Meter sind das, bis wo das Schiff anfängt? Aber wo es anfängt, vielleicht 3, 4, 5 so ungefähr und dann geht es halt so richtig tief. Weit runter und so viele Fische. Ja, so viele Fische drum und es ist auch so ein bisschen creepy, gruselig, weil das Wasser da so tief ist. Ja. Also war auf jeden Fall geil, es lohnt sich auf jeden Fall. Und das ist übrigens die US Liberty, das findet ihr, wenn ihr es auf Google eingibt, findet ihr quasi genau den Spot auch im Wasser, wo es ist. Das findet ihr auf jeden Fall, das lohnt sich herzufahren, das ist eine halbe Stunde oder so von Ahmed. Also ihr braucht das einen Roller, Dorf, genau. Aber den kriegt ihr bestimmt oder ihr kriegt auch bestimmt jemanden, der euch hier hinfährt. Kostet wahrscheinlich mehr, naja. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, mega, mega schön. Und ich würde sagen, jetzt suchen wir mal schönes, frisches Local-Essen. Wir haben da ein Restaurant auf dem Plan, wo wir gestern schon abgewiesen wurden. Die waren voll. Weil wir nicht reserviert waren. Wir hatten nicht reserviert. Also muss es gut sein, mal gucken was. Wir dachten, in Ahmed ist alles entspannt. Ja, genau. Nee. Nee, auch hier. Hier ist die Planung wichtig. Okay. Ja, also bis gleich. Okay, tschüss. Was hast du dir gegönnt? Ein Salat. Ein Salätchen. Das sieht ziemlich geil aus. Richtig gut aus. Aber dein sieht nochmal. Also, local ist es nicht geworden, wie ich vorhin behauptet habe. Aber es ist Fisch. Hier ist es Meer. Zählt, würde ich sagen. Und es sieht richtig gut aus. Also, das ist Sweet Potato. Das ist Fisch. Das ist, weiß gar nicht, Pumpkin oder auch nicht, ist kalt. Ja, das ist Sweet Potato vielleicht. Ah, schmeckt ein bisschen indisch. Okay, also falls ihr euch gefragt habt, ob man hier auch gut essen kann, auf jeden Fall. Und wir fahren gleich noch ein Stück weiter da runter und gucken uns noch einen anderen Strand an, weil wir haben ja versprochen, dass wir gucken, ob man hier gut baden kann. Also hier kann man auf jeden Fall gut baden, aber hier ist alles so Kiesstrand. Und ich habe gehört, irgendwann wird es dann zum normalen Sandstrand, da fahren wir nochmal hin und gucken, ob es da chillig auch zum Baden ist. Wir sind angekommen am nächsten Strand. Hier ist wirklich Strand. Und hier ist einfach niemand. Voll schön.
Ja, es ist echt idyllisch. So ruhig. Und das Wasser ist so schön. Und ruhig. Also hier ist perfekt zum Baden, Leute. Leute, wie ihr wollt es wissen, wir haben es euch gefunden. So sind wir einmal nachgefragt, direkt entdeckt. Wir sind so krass unterwegs, ey. Wir sind richtige Influencer. Die krassesten. Wir sind wirklich mit einer der ersten, die hier in Arbeit waren. Der ersten Menschen generell. Das ist wirklich so. Niemand kennt diesen Ort. Wir haben ihn entdeckt. Aber die Leute wissen gar nicht, ob man hier gut schwimmen kann, wenn man das nicht beweist. Muss ich jetzt schwimmen? Muss ich beweisen? Kein Problem, Leute, mach ich für euch. Mach den Schwimmfeld. Dominik, bist du bereit? Ich bin immer bereit, wenn du bist. Oha, mit Anlauf. Wie schnell warst du weg? Also Leute, ihr seht, perfekt zum Schwimmen und ins Wasser pinkeln. Ich hab nicht gepinkelt. Das ist so geil. So, das fuckt alle richtig ab. So Leute, da sind wir wieder back in the place. In the accommodation. Und wir fahren auch morgen schon weiter. Und wir wollen euch aber noch mal ein kleines Fazit geben. Lohnt es sich jetzt eigentlich nach Amet zu fahren? Warum sollte man hierher fahren? Und wir würden sagen, es ist ziemlich chillig. Es ist perfekt, wenn man schnorcheln will, wenn man tauchen will. Ich fand es auch echt schön hier unter Wasser. Also ja. So klare Sicht und richtig schönes Riff, richtig schöne Fische. Also hat man selten so klar direkt am Strand, finde ich. Und auch überall, also es sind hier bestimmt Millionen Buchten oder so. Und überall sind so Leute drin, die am Schnorcheln sind. Aber nicht viele, also das ist jetzt nicht so, dass man... Viele Leute meinst du? Ja, das stimmt. Aber viele Leute. Fische schon. Viele Fische, wenig Leute. Das ist hier der Punkt. Die Schiffe war auch mega cool. Aber das war es doch, glaube ich, schon, würde ich sagen. Also man sollte hier wirklich hinkommen, wenn man einfach Bock hat zu entspannen. Genau. Und einen schönen Strand zu haben und schöne Unterwasserwelt zu haben. Und es gibt natürlich auch schönes Essen und alles drumherum, aber es ist wirklich einfach so ein Chiller-Ort, würde ich sagen. Also wir sind auch überall so oben Shanti und Chiller-Vibes irgendwie unterwegs, merkt man richtig, finde ich. Und ich finde, es ist jetzt nicht der geilste Ort jemals auf Bali. Also es kommt natürlich auch immer an, wonach man sucht, aber zum Beispiel hat man so schöne Strände, auch zum Beispiel auf Nusa Lembongan. Und ich finde Nusa Lembongan zum Beispiel dann besser, weil schönere Tauchspots. Es gibt noch Surfspots und man kann generell mehr machen. Aber ich finde wiederum, hier zum Beispiel, wenn man hierher kommt, schon der Weg hierher ist halt mega nice. Also Ost-Bali wird viel zu selten besucht, was wahrscheinlich auch den Charme noch so ausmacht. Und gerade der Weg hierher durch die Reisfelder in Siedemann und so, müsst ihr euch auch mal angucken. Richtig krasse Wasserfälle und es sieht einfach so schön aus. Also wir waren hier vor 2 Tagen beim Hideout, haben da ein bisschen gefilmt und so für die. Und deswegen haben wir uns das auch das erste Mal so richtig angeguckt und es war so beeindruckend. Alles so richtig grün und untouched. Richtig geil, Und so ganz kleine Gästhäuser und kaum Touristen. Also wirklich, wir haben manchmal gar keine gesehen. Ja, und deswegen würde ich sagen, jedem, der nach Bali kommt und Bock hat, was Außergewöhnliches zu machen, wohin zu gehen, wo nicht so viele Leute sind und sich einfach mal so das ursprüngliche Bali anzugucken und nicht so das, was man im Süden hat und im Westen. Halt dieses, dieses schon sehr entwickelte, sehr moderne, was wir auch super cool finden. Aber so als Urlaub, als Backpacker-Urlaub stelle ich mir das hier viel cooler vor, weil es noch viel ursprünglicher ist und in die Richtung viel mehr zu bieten hat. Kommt der Techno. Also, auf jeden Fall voll schön hier und ihr habt jetzt gesehen, wie es aussieht und also meiner Meinung nach, nehmt euch die Zeit und fahrt hier mal rüber, es ist echt cool. Genau, man kann auch von hier aus dann noch zu den Gillies. Ja, stimmt, nach Lombok und auf die Gillies kann man dann auch so weiterfahren zum Beispiel. Ja, also das war unser kleiner Eindruck von Amet, ich hoffe, er hat euch gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, Leute. Bis dahin. Tschüss. Tschüssi.